Hallöchen und willkommen zurück bei Fallout 4. Weiter geht's. Wir müssen wieder raus, zurück den Siedlern Bescheid geben, dass wir hier alles erledigt haben. Jared ist tot, die ganze Anlage ist so gut wie gesäubert. Schauen wir mal, ob hier oben vielleicht auf dem Dach, falls wir da jetzt rauskommen, noch ein paar Leute sind. Kette aktivieren. Ha, okay. Ah, guck mal an. Oh, Baseballschläger aus Eiche. Aha. Moment mal, wir können noch. Können wir nicht schnell reisen einfach? Machen wir jetzt mal. Wir haben echt kaum noch Platz im Inventar. Das sieht ja nett aus hier rechts. Das ist eine tolle Rüstung. Die gefällt mir. Komm, pack mal die Waffe weg. Das gehört sich nicht. Die hatten doch hier irgendwo so ein schönes Feld. Ist das Zeug nachgewachsen? Ja, ja, habe ich gefunden. Erzähle ich dir gleich. Ich mops noch eben schnell deine Tatu-Pflanzen. Beziehungsweise die Früchte. Wächst ja wieder nach, ne? So. Verdammt. Jetzt habe ich da viel davon zu viel. Nee. Das ist ein Trauerspiel. 31. Komm, scheiß drauf, weg damit. Ah, okay. Hab mich um sie gekümmert. Ja, ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Oh, ich danke. Bleib mal hier. Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Patronen nehme ich mal mit. Die Haarklammer brauchst du auch nicht. So, also können wir jetzt hier auch rumbauen? Tatsächlich. Kaputte Toilette. Okay, dann könnten wir hier also auch mal später noch Rohstoffe herkriegen. Was ist mit dem Gebäude? Geht das zufällig kaputt zu machen? Nee. Okay, wir gehen mal zu unserer Werkstatt, beziehungsweise zur Red Rocket. 4 Leute wohnen da mittlerweile. Oh, das letzte Mal waren es noch 2. Und als allererstes packen wir jetzt mal den ganzen Schrott in unsere Lagerkiste. Ach, guck mal hier. Hier wächst jetzt auch mittlerweile was. Das können wir gleich nochmal erweitern. So, Transfer. Rüber, Schrott. Und alles nach rechts. So, schon sind wir wieder deutlich leichter. Hündchen, Hündchen. Hund? Aha. Kannst du mir mal dein Zeug alles geben? Ich nehme jetzt mal alles. Willst du wirklich alles nehmen? Ja, wir können wieder nicht rennen, aber das macht nichts. Wir verwerten jetzt hier erstmal so ein paar Sachen. Nicht wieder alle. So, da könnten wir hier zum Beispiel ein paar Taschen dran bauen. Das machen wir auch. So, hier genau das gleiche. Können wir auch ein paar Taschen dran bauen. Könnten auch noch umgürtet machen. Aber ich gehe erstmal auf Taschenjagd. Da gibt es dann später noch, hatte ich schon gesehen, irgendwann mal. Was ist denn das? Zusätzliche Taschen. Oh, jetzt geht da jemand anders ran. Du Sack. Genau, zusätzliche Taschen. Bräuchten wir aber Rüstmeister 2. So, aber auch hier erstmal die normalen Taschen. Gut, dann haben wir jetzt, wie viel Platz haben wir jetzt im Inventar? Genau, 250. 253 haben wir. Voll. Können wir hier noch ein paar Waffen auseinandernehmen? Ja, ja, ich weiß, ich kann nicht rennen. Halt, ich aus dem Weg. So.
Revolverpistole, ja, auch nicht schlecht, aber nee. Maschinenpistole. Ich bin kein Freund von den Dingern, deswegen kommt das erstmal weg. Springmesser weg. Das Teil weg. Eine der Schrotflinten weg. Mit Bajonett weg. Auch. Das war schon. Ich mag die 10 mm. Reichweite wird deutlich erhöht. Oh, wir haben fast ein neues Level. Standardmagazin. Ah, hier Waffenfreak. Das müssen wir auch mal machen. Visier. Präzision wird erhöht. Oh, ein Reflexvisier. Nukleares Material brauchen wir dafür. Reflexvisierkreis. Ah, das sieht auch gut aus. Ist eigentlich egal, was wir dafür nehmen. Ich nehme mal das normale Reflexvisier. Plus 12. Cool. Keine Mündung. Ah ja, okay. Jo, da war das schon mal schön verbessert. Okay, gut, habe ich jetzt hier nochmal den gesamten Schrott gelagert. Warum haben wir jetzt trotzdem noch so viel dabei? Ah ja, hier. Ah ja, okay, die ganze Kleidung. Ganze Müll. Ja, ich würde das gerne mal verkaufen, aber wie gesagt, das geht gerade nicht. Kronkorkenmine. Pass mal auf, das packen wir jetzt erstmal hier drüben ins Häuschen rein. In unsere Kiste, unsere private Freundchen. Mir fällt gerade ein, wir haben hier gar keine Tür drin. Das ist hier albern, das machen wir direkt mal. Bevor ich das wieder vergesse. Kommt natürlich eine Cheftür rein, das ist ganz klar. Verschlossen. Aufstehen. Lass uns handeln. Ich glaube, ich kann so ein Gurtzeug nochmal anlegen. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Nochmal ein Schadenresistenz. Da sind wir bei insgesamt 13. Na, bist du auch noch wach? Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Na klar. Patron her, Sack, darf ich das in meinem... Na, warte. Vielleicht kriege ich raus aus meinem Bett. Hey, Leuchte. Ich dachte, das reicht. Dass die Lampe dann hier mit angestrahlt wird oder Energie bekommt oder Strom. Ach so, ah, es hat einen bestimmten Radius. Ah, okay. Na, warte. Freundchen. Hallo? Mir doch gerade angezeigt. Dass das hier gegangen wäre.
Geht nicht? Aber wieso? Der hat doch gerade geleuchtet. Egal, ich lasse die jetzt mal hier hängen. Dann können wir uns gleich nochmal ums Essen kümmern. Ach, guck mal. Ach genau, das ist so eine Mutabeere. Wir bauen nochmal von den Dingern ein paar. Neun. Und zehn. Ah, Level up, super. Okay, 7 Essen, 6 Betten, 4 Leute. Wasser ist auch noch okay. Plünderstation. Können wir auch mal hier hinbauen irgendwo. Dahin oder hierhin? Stell die mal hier hin. Es macht sich so viel besser mit dem Gamepad hier die Sachen hinzubauen. Okay, anklicken kann ich die nicht. Da gehe ich einfach immer mal von aus, dass die Leute hier da ein bisschen mehr plündern. So, die beiden müssten neu sein. Und wir können ja mal. Wo war das denn? Das bei Schutz drin? Ah ja, genau. So ein Teil wollte ich hier nur hier mal noch hinstellen. Das geht natürlich nicht, ne? Das war ja klar. Ist ein bisschen hier hinten ein. Okay, hier kriegen wir vielleicht noch mal so ein Schutzding hin. So, und daneben dann wieder eine Wand. Vielleicht kann ich da jemanden zuweisen, der dann hier so ein bisschen Wache hält. So weit hinter. Halt. Cool, wird langsam. So, die müssen jetzt auch bald mal aufstehen. Hallo, bist du da neu? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. So, Rest ist deine. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ich will nur ein bisschen handeln.
Schieß los. Ich kann auch den. Ah, okay, das war, glaube ich, auch einer der Älteren. Einer muss noch neu sein, eigentlich. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Ich weiß, das hier gehört mir. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Wieso kann man nur ein bisschen handeln? Na klar. Die nicht zuweisen, das verstehe ich nicht. Naja, gut, dann halt nicht. Was brauchen wir da noch? Ein bisschen Energie wäre vielleicht nicht so verkehrt. Oder hey, die Strahler finde ich auch nicht doof. Ja, zum Beispiel Richtung. Dahin, dann können wir hier auch nochmal einen Generator bauen, der gleich ein bisschen mehr liefert. 5 Strom. Dahin oder dahin? Hier hin. Bauen wir mal hier vorne hin. So, Kabel und. Zack. Man kann die Dinge auch verschieben, solange das Kabel dran ist. Ja, das reicht schon relativ weit, das Kabel. Ja, bis hierhin ungefähr. So, oder? Ja. Das bis da hoch? Ja, da leuchtet die Lampe. Drin die eine, bei der geht das nicht, ne? Oder saugt das Ding hier zu viel Strom? Oh, verdammt. Nee, die Lampe ist kaputt. Ja, wer weiß. Ich mach das mal wieder an. Vielleicht klappt das hier drin mit der Lampe. Vielleicht muss das auch oben drauf. Das kann natürlich auch sein. Dass wir das einfach. Oder kann ein so ein Ding nur eine Lampe bedienen? Ah, das kann natürlich auch sein. Hier so einen fetten Ventilator. Oh, ah, mit Lampe. Aha, der geht also. Bauen wir uns auch einen rein, wenn der funktioniert. So, ne? Wer sagt's denn? Hier hätten wir auch noch eine schöne Lampe, aber die passt nicht so. Eine Disco-Kugel. Sonstiges, genau, Rekrutierungsleitstrahl, Terminal, aktiver Lautsprecher. Ich weiß jetzt nicht genau, wie rum die Bank muss. Falls wir die mal verkehrt drauf sitzen, sehen die Leute, dann können wir das ja nochmal. Nochmal abändern. Ich drehe die jetzt einfach mal so rum. Eine von beiden wird dann schon richtig stehen. So, da kommen dann noch mehr dazu. Doc, setz dich mal hin. Ich will mal sehen, ob das so richtig ist.
Schade, dass man keine Lagerfeuer setzen kann. Das ist ein bisschen merkwürdig, warum ich nicht einfach ein Lagerfeuer hier hinbauen kann. Ja, setz dich mal hin. Regale. So. Hey, hallo Hühnchen. Was? Hühnchen? Ach, Hühnchen. Na, für das Ding brauchen wir halt solche Schädel. Stachelpfahl. Ich weiß nicht genau, was der ausmacht. Können wir aber ruhig mal bauen. Der kostet ja nicht so viel. Halt, den anderen meine ich. Achso, der sieht nicht ganz so geil aus. Ruhig richtig hoch. So hoch wie es geht. Ach so. Ich kann nur den einbauen. Das hätte ich ja direkt neben dem Eingang noch eins hingebaut. Nur zum Beispiel einzäunen hier drüben so ein bisschen die Futterecke. Halt. Ach doch, das geht. Man kann hier Dächer anbauen. Aha. Probier mal eben was. Das wird nicht klappen. War sogar gerade grün, aber das wollte ich gar nicht. Das klappt nicht so. Macht ja nichts. Kann ich nicht? Moment. Kann ich das hier nicht irgendwie als Pfeiler oder als Stütze nehmen? Ja, ich krieg das nicht tiefer in den Boden rein. Die kann ich überall durchbauen, diese komischen Pfähle. Bauen wir einfach mal hier. Vielleicht lieber hätten das Dach nehmen sollen, oder? So, haben wir noch ein kleines Dach. Gar nicht so schlecht. Guck mal an. Das funktioniert. So gefällt es mir sogar noch besser. Ich mag das immer, wenn man oben drauf gehen kann auf die Gebäude. Hier haben wir auch schon sowas gebaut. Können wir oben auf das Dach der Tankstelle. Ah, guck mal, die sitzen schon mal richtig rum. Das heißt, die muss ich auf jeden Fall drehen. Und bei der bin ich mir nicht so sicher.
Ah, guck mal. Können sogar ein bisschen höher was bauen. Ah, cool. Oder wir bauen uns hier hinten unsere Residenz hin. Ja, wir haben nicht mehr so viel Holz. So, Holz ist alle. Lass uns mal hier hinten noch ein Häuschen für uns bauen. Da bauen wir das selber. Da kann das da von mir aus doch jemand nehmen, der Bock hat. Holz ist alle. Stand hier noch irgendwo was rum? Wenn nicht, dann müssen wir einen anderen Standort bedienen. Ich glaube, das war es hier an Holz. Mehr ist hier nicht. Man kann auch von Händlern bestimmte Ressourcen kaufen. Die sind aber schweineteuer. Wände geht auch nicht, ne? Ach, selbst für die Metallwände bräuchten wir was. Tja. Dann machen wir es ganz einfach. Wir gehen nach Sanctuary hier hoch. Und nehmen da einfach ein bisschen Holz mit. Und ein bisschen Metall vielleicht noch. Mal schauen. Dann machen wir uns hinten einen eigenen kleinen Palast klar. Was haben wir denn hier zum Beispiel alles drin? Holz, das können wir sehen. 249. Ja, ist ja gut. Und das geht mit dem Gamepad auch viel schneller, die Sachen hier wegmachen. Jetzt mit der Maus und Tastatur. Baum weg. Da ist eh nichts mehr. Zäune lassen wir mal noch. Außer die umgestürzten. Ach guck mal, die brauchen Essen, genau, dann können wir das machen. Und können wir hier auch noch die Aufgabe für Dingens erfüllen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Wisst, wen ich meine. Sturges? Ich glaube Sturges war das. Liegt auch noch ein Haufen Kram rum. Wir können erstmal das nehmen, wo wir einfach rankommen. Auch noch zerstört hier hinten, alles kaputt. Ich finde das auch ganz gut gemacht, dass man erstmal so ein bisschen aufräumen kann. Und sich so ein bisschen das Zeug zusammensucht. Auto weg. Kann hier keiner mehr Auto fahren. Wobei das schon ein bisschen merkwürdig ist. Gibt es hier irgendwelche Laser- und Strahlenwaffen? Ja, aber keiner hat es auf die Reihe gekriegt, ein Auto zu reparieren. Wobei es ja Fluggeräte gibt. Kann man aber, glaube ich, selber auch nicht steuern. Das geht nicht mehr, okay. Oh Mann, da dürften wir hier erstmal eine ganze Menge Holz zusammenbekommen haben. Oh, irgendwas anderes weggenommen. Zaun? Nö.
So. Komm, müsste doch reichen, ne? Hätten wir doch eigentlich mehr als genug Holz. Vor der Hütte. So, schauen wir mal rein, wie viel das ist. 1080. 1018. Viel wollen wir da mal mitnehmen? 500? Ich weiß gar nicht, ob wir das getragen bekommen. Ja. Kriegen wir weg. Wartet mal, wir können ja direkt noch Essen anbauen. Hier wird schon was gemacht. Liegt überall was im Weg rum, das sehe ich ja gar nicht richtig. Hier aus dem Weg. Ich ganz alleine irgendwo anders geklaut. Genug zu essen hier. Wo ist er denn? Mein Kumpel Sturges? Hund ist da hinten? Ist er das? Mahlzeit. Sturges. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir hier direkt noch was bauen, verteidigungsmäßig. Halt. Ein Schaltkreis, ein Zahnrad fehlt. Das kriegen wir bestimmt von unserer anderen. Red Rocket Raststätte. Das ist ein geiles Ding. Gamma-Kanone. So. Mahlzeit. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Okay, ich komme gleich. Dogmeat hat was gefunden. Wo? Hey. Hey, Kumpel. Oh, ein Stimpak. Danke sehr. Vielen Dank. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Ja, hau halt ab. Muss arbeiten. Halt. Keine Zeit zum Reden. Ja, schon okay. Moment. Ah, ich bin gerade verwirrt. Wollte erstmal das Holz hier ablagern. So, und dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter. Stimmt, ein bisschen Boden brauchen wir noch. Ich kicke hier jetzt keinen Boden mehr rein. Scheiße. Guck mal, wenn die angepasst sind, kann man die auch noch drehen. Ist jetzt richtig rum? Ja. Ja, dann kommt da links halt hier unten schon eine Wand hin. Macht nichts. Dann nehmen wir das dann gleich mit als irgendwas anderes. Ach doch, es geht. Halt. Komm schon. Hehe. So, hier noch zwei. Machen wir den Eingang hier hin? Ist der so rum richtig? Oder?
Geht bloß in eine Richtung dran, ne? Wenn ich den so rum dran bauen wollte, ja. Dann switcht der automatisch. Ha, hier oder hier? Ja, es wäre keine Schande, wenn wir mehrere Eingänge haben. Oder so einen fetten Metalleingang. Ja, für uns ist das okay, oder? Ich bin mir nicht sicher, hier oder wir können auch hier vorne. Oder einfach zwei. Komm, Alter. Dekadenz kennt keine Grenzen. So. Fetten Metalleingang. Passt zwar nicht so gut zusammen, aber was soll's. Schade, dass keine Fenster irgendwie gibt. Gibt nur solche Dinger hier. Aber so richtige Fenster oder so kann man irgendwie nicht anbauen. Ja, wie so ein Balkon oder so ist das hier. Ne, fenstertechnisch ist da nicht viel rauszuholen. Wir können das nur komplett dicht machen. Was ist denn das hier? Okay. Den Bereich nicht verlassen. So. Davon wollte ich dann eigentlich mit Terrasse. Können wir für die Böden nehmen, geht das? Ja, komm mal runter von da oben. Klappt nicht, ne? Schade. Ja, da geht's auf einmal. Wieso denn nicht hier? Komm schon, bitte. Ja. Super. Ja, das wird jetzt nicht gehen wegen dem Eingang dort, ne? Naja, macht ja eigentlich nichts. Können wir hier direkt so einen Zaun hinbauen? Moment mal, es gab doch irgendwo viel schönere. Wo war denn das? War das hier bei Holz mit drin? Ja, sowas zum Beispiel. Gibt aber noch schönere. In Weiß. Also die pappen sich so rum dran. Ich hätte es eigentlich gern andersrum. Naja, fast egal. Komm schon. Blöde Eingang. Moment. Ja, entschuldigt. Musste mal sein.
Macht er da nicht, ne? Wegen dem Zaun. Ach, Freundchen. Ding hier an die Seite dran. Geht das jetzt auch wieder nicht wegen. Macht er nicht. Lässt mich hier keine Wand hinsetzen. So rum? Irgendwie? Komm schon. Das geht nicht. Aber doch nicht deswegen, oder? Das wäre ja albern. Ja, doch, hier geht's. Moment, wenn ich jetzt hier eine halt hier so gern dazwischen hätte. Wieso geht das nicht? Das macht der Sack nicht. Bau mir jetzt deine Wand rein. Darf da nicht wahr sein. Nö. Will er nicht. Ah, guck mal, da ist so ein Vieh, so ein Brahim oder wie es heißt, angekommen. Ja, wir können es ja auch offen lassen. Oder? Boah, komm, jetzt bauen wir hier wenigstens ein Dach hin. Das geht anscheinend echt nicht wegen dem Teil. So rum wäre es wohl okay. Ah, so rum geht's. Merkwürdig, aber okay. Im Prinzip ist das echt gut hier, das pappt alles aneinander an, wenn es denn funktioniert. Das ist jetzt zwar hier ein bisschen höher, aber dürfte doch nichts ausmachen, ne? Genau. Schon, ja. Tada! Natürlich einen Haufen Büsche drin, das ist auch ein bisschen doof. Naja, irgendein Mod wird das schon mal noch regeln. Okay, ich würde sagen, wir beenden die Sache heute hier mal. Schon wieder lange. Und wir bauen das noch ein bisschen aus, da geht es noch höher. Vielleicht machen wir noch einen Turm rein oder sowas. Oder hier rüber eine Leiter. Eine Treppe meine ich. Probieren wir direkt mal. Das müssten wir wahrscheinlich anders angehen. Ja, guck mal, das würde gehen. Man kann die, glaube ich, auch so seitlich irgendwie dran bauen. Ja, hier würde es zum Beispiel gehen. Ja, noch eins nach oben. Bisschen probieren wir noch. Jetzt geht das hier wieder nicht wegen der Leiter. Eigentlich kann man auch Dinge noch aufeinander setzen. Das funktioniert auf jeden Fall. Oder habe ich dafür die falschen Decken gewählt? Das wäre ja doof. So, warte mal. Ich
habe da ein Dach gewählt. Kann das sein? Verdammt. Ich hätte, glaube ich, noch mal einen Boden wählen müssen. Ja, genau. Das hier als Boden. Und dann könnten wir da wieder Wände drauf bauen. Genau, dann würde das gehen. Also müssen wir den ganzen Boden nochmal ändern. Schon hier drüben. Kann ich halt laufen? Schon packt das Ding da rein. Andersrum. Okay, das hätten wir. Cool. Könnten wir das hier nämlich auch an der Seite anbringen. Zum Beispiel. Oder halt so irgendwo. Und auch das probieren. Rein, müsste das klappen oder direkt so ein Teil hier wieder verwenden. Oder das halt außen irgendwo lang führen. Naja, gut, das werden wir dann sehen. Halt, packen wir es erstmal hier hin. Ja, die Wand kann da auch von mir auch schon mal stehen bleiben. Okay, gut, hätten wir erstmal so den Grund irgendwie fertig. Und dann war es das jetzt aber endgültig für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.